Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und wie man unschwer erkennen kann, geht es dann natürlich wieder um Black Ops 2. Der Endbit ist diesmal auch mit dabei. Er ist einer der wenigen, der das auch schon hat. Hallo. Jo, und wir werden dann mal diesen neuen Modus Stellung spielen. Das ist auch der einzige neue Modus, den ich zumindest bis jetzt gesehen habe. Oder hast du noch einen entdeckt? Nee, nein. Außer jetzt hier im Kampftraining, dass das jetzt online gelistet ist. Das ist neu. Weil das gab es ja vorher nur bei Black Ops 1 im Offline-Modus, konntest du das ja spielen, nur gegen Bots. Ja. Und jetzt ist das halt geteilt mit Bots und menschlichen Spielern. Aber das Trainingslager, da komme ich schon gar nicht mehr rein. Das ist gesperrt. Ab Level 10 wird das, glaube ich, gesperrt. Hier steht es Level 11. Ja. Wird es gesperrt. Und jetzt kann man nur noch bei Ziel reingehen. Was dann, aber da kann man zwar auch aufsteigen und Waffen-EP verdienen und so, aber das ist dann nur noch halb so viel wie normal. Ja. Das dient dann wirklich nur dazu, um dann halt das Spiel vielleicht noch kennenzulernen, die Maps kennenzulernen oder so. Ja. Hm. Ja, ich habe eben noch nicht sehr viel gespielt. Ja, und ich habe vorhin gesehen, irgendwie 32.000 Party mitnehmen. Ja, 32.812 sind online. Ah ja, da steht's. Ja, da unten. So, ja, wenn ich auch hier reingucke, ja, da sind 21.000, oder sind das allgemein? Ja, also hier in diesem Multiplayer-Modus sind 21.276 steht hier drin. Ja. Ja, und was wird am meisten gespielt? Ja, was wird das wohl sein? Team Deathmatch sind über 7.000, Herrschaft, ja, knappe 6.000, Sprengkommando noch 1.500. Ja, aber ich jetzt zerstört 1108. Naja, hoffen wir mal, dass wir ein Spiel finden hier bei Stellung. Ich habe es gestern ein bisschen gespielt und ich fand es nicht schlecht. Ja. Das ist eigentlich so gesehen, ja, wie soll man das vergleichen? Ich weiß nicht, also. Ich würde so beschreiben, ein erweitertes Hauptquartier. Weil bei Hauptquartier muss man nur einen Punkt einnehmen und bei Stellung ist es ein Gebiet, was man einnehmen muss. Ja, ja. Oh, die Map habe ich ja noch nie gespielt. Was ist das denn hier? Jetzt müssen wir hier Punkte erobern. Nee, du musst dich einfach nur reinstellen. Hier sind so Pfeile, hier auf dem Boden, siehst du? Ja, ja. So, und jetzt in diesem Gebiet müssen wir jetzt drin stehen bleiben und wenn wir da drin stehen bleiben, gibt es Punkte. Ah, okay, alles klar. Ist natürlich ziemlich klein das Gebiet, aber die Map ist auch ziemlich klein. Ich guck hier von rechts. Hinten. Oh Mann. Ah, da spielen wieder zwei in einer Playse. Ich find's schade, dass ich es wieder reingetan habe. Ah, so richtig davon begeistert bin ich nicht, ey. So, ich mach dann hier mal eine Drohne. Drohne finde ich auch sehr nett, die zu machen. Das lohnt sich auch wirklich, die mitzunehmen. Weil jedes Mal, wenn jemand einen Kill macht, da habe ich gerade bekommen, habe ich einen Drohnenassistent bekommen. Das sind dann so 10 Bonuspunkte, die man bekommt. Ist zwar jetzt in dem Sinne nicht viel, aber es füllt ja die Punkteanzeige für halt die Abschlussserie. Ja. Alles in allem bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Spiel. Also, ich find's okay. Ja, ist nicht schlecht, ja. Ich meine, du bist auch schon Level 12. Was ist denn so dein Eindruck bis jetzt? Ja, eben, so viel habe ich noch nicht gespielt, aber vom Gameplay alles ist recht. Ja, ist gut, ja. Die Grafik ist jetzt nicht speziell was Neues. Also. Ja, nee, das war auch im Vorfeld eigentlich klar, dass da jetzt nicht. Ja. Was sollen sie da groß. Oh, da müssen wir runter in den Keller. Den habe ich gestern erst kennengelernt. Da geht's hier runter. So. So, ich bin drin. Keller. Oh Mann, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ach so, hier. Jetzt bin ich auch da. Ja, genau. Und hier müssen wir das einnehmen. Hier vorne, da. Hier ist das zu Ende. Ja. Oh, da ist jemand drin. Oh, da kommt einer. Scheiße. Oh Mann, ich bin so schlecht, ey. Er ist, wenn oben steht ja, stand ja Verteidiger, ne? Und wenn dann da steht umkämpft, dann ist einer in diesem markierten Gebiet drin, ne? Das ist ein guter Anhaltspunkt dann, ne? Dass du dann weißt, dass da was ist. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dass dieser Modus hier schon beliebt werden könnte. Wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht, also ich finde einen sehr guten Modus.
Oh, da von hinten. Oh, ich bin geblendet. Fuck. Aber ich glaube, ich habe ihn. Bist du? Oh, ich habe keine Anzeige bekommen. Oh, das ist vorbei hier. Wir müssen zum nächsten. Ah, hier hinten ist... Ah, doch, hier. Ich glaube einfach mal die hinterher. Ah. Oh, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Oh, ich habe Abschussserien. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll momentan. Ah komm, ich starte draußen. Ich werde jetzt mal hier erstmal meine Vorräte holen. Und dann hier mal meine... Oh, Blitzschlag. Juhu, eingetroffen. Immerhin. Ja, eine Konterdrohne in der Kiste gehabt. Naja, was soll's. Besser als nix, ne? Ja. Ja, besser. Sag mal, wie groß ist denn das Gebiet hier? Erobern, ja, ich bin... Oh, nee. Ja, Mann. Ich bin hier nur am Sterben. Aber mir läuft's gerade mal gut, muss ich sagen. Komm, ich mach mal die Konterdrohne hier. Na, da vorne war einer. Ja, der ist nach rechts gelaufen. Einer ist in dem Gebiet drin. Nochmal. Den habe ich. Aber ich muss sagen, das ist ein richtig gutes Gameplay-Video von mir, was ich hier gerade präsentiere. So, ich laufe mal hier außen lang. Du kannst auch hier außen von diesem, ja, von dieser Yacht laufen. Da hat mich einer. Ich mach mal eben meine Vorräte hier hinten wieder. Oh, dreifach Abschuss bekommen. Auch nicht schlecht. Dreifach. Ja, da standen gerade drei Mann vor mir, glaube ich. So ein bisschen versetzt. Ah, jetzt hab ich so eine Drohne. Wow. Oh, was ist das denn? Ey, ich hab eine Dragonfire. So, jetzt siehst du sie klar. Ich hab die Drohne aktiviert. Dragonfire bringt aber nicht viel. No. Ah. Ja, das ist jetzt bei denen da drüben. Die haben natürlich jetzt einen kleinen Vorteil. Weil die nicht so weit laufen müssen. Ja. Was ist denn das? Was soll das? Im Schiff drin. Ah. Ah, warte, hier wieder rein. So. Oh, hier ist einer drin. Hab ich. Ist ja nur das kleine Gebiet hier, wo wir... Ja, jetzt sind die auf der anderen Seite, so wie das aussieht. Aber weißt du was? Da lege ich mich mal hier hin und fliege mal mit einer Dragonfire. Ja. Ah. Ich hab dich im Blick. Boah! Boah. Kam gerade einer. Dann haben sie das Ding hier abgeschwächt, da kriege ich ja gar keinen mit tot. Oh, wir müssen weiter, ich gehe weiter, gell? Naja, geh ruhig weiter. Die Drohne ist sowieso, entweder ist der kaputt oder ist zu Ende, ich weiß es nicht, wie lange die hält. Ich habe keinen Kill damit gemacht. Ach, das ist unten wieder. Oh nee, jetzt ist doch nochmal ein Akku leer. Komplett? Ja. Das ist ziemlich ungünstig. So, ich bin drin. Hast du schon so eine, ja, irgendwie eine Lieblingswaffe jetzt so bis jetzt? Also ich spiele jetzt gerne mit dieser Typ 95, die man am Anfang bekommt. Ja, ich spiele mit der Typ 25, die zweite habe ich jetzt. Okay. Hattest du eigentlich MW3 vorher gespielt gehabt? Ja, Black Ops 1 hatte ich nicht. Achso, okay. Bin jetzt ja, nehmen wir, ich frage jetzt deswegen, weil bei MW3 gab es ja die... wie heißt es? MP7, die gibt es ja hier auch. Ja, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet bei MW3. Noch ein Level, dann hätte ich sie. Achso, okay, dann hast du ja... Spacke. Aua. So, jetzt machen wir erstmal hier meine ganzen Abschlussserie. Uah, von hinten!
hier hast du ja die MP7 gleich von Anfang an. Ja, eben, deswegen. Ich hab's mal gespielt und. Oh, Backe. War nicht gut, oder? Es geht. Ich habe jetzt eine neue freigeschaltet. Ich glaube, FAL heißt die. Ach, da. Oh, der hat getroffen. Das war nur ein, aber besser als gar nichts. So, schauen wir mal, was wir noch haben. Eine Fernlenkladung. Ist das immer noch da in der Mitte? Ja. Jetzt nicht mehr. Ah, hätte ja wenigstens noch sterben können. Wo ist das? Ist das jetzt bei dem wieder drin? Ja. Weißt du was? Ich fahre mit meinem kleinen Automobil mal rum. Okay. Das hat's ja überhaupt nicht gebracht. Ich muss aber echt sagen, ich habe die ganze Zeit die Zielhilfe mal ausgemacht, weil mich hat es gestört, echt mit der Zielhilfe zu spielen. Ja, ich habe sie auch mal ausgemacht. Weil gerade wenn du mit der Sniper spielst, ist das richtig ekelhaft, weißt du? Du bist dann am Scopen, bist dann gerade auf einen drauf und wolltest dir gerade einen schönen Header geben. Ja. Und was ist? Da läuft ein anderer Gegner dann durchs Bild und dann geht das automatisch dann auf den drauf. Ja, ja. Und zumindest bei Black Ops 1 konnte man es ausstellen und hier bei Black Ops 2 auch, bei MW3 ging es nicht. Ja. Und, aber ich muss sagen, dass das echt schwieriger ist, dann zu spielen. Ja, ich habe es auch mal rausgetan und dann habe ich nichts mehr getroffen, jetzt habe ich es wieder drin. Ja, ich hab's auch wieder angemacht, weil es geht eigentlich mit dem Snipen hier. Also, oh, ich habe Level abbekommen, sehe ich gerade. Oh, ich habe die Hellstorm-Rakete. Das ist die kommt auch direkt rein. Und ich habe neue Visitenkarten endlich. Ne, eine habe ich. Und den Feuermodus für die Typ 25. So, dann werden wir mal die freischalten auf jeden Fall. Dafür tun wir weg. Ah. Ach komm, die Vorräte. Hast du die Pistole schon gelevelt? Hä? Hast du die Pistole schon gelevelt? Also. Welche Pistole? Ja, dass du so Aufsätze bekommst, ich noch gar nicht. Also wäre schon geil, wenn du da weitermachst, bekommst du ja da zweihändig und solche Zeugs. Akimbo, ja. Ja, ich weiß nicht, ich laufe die ganze Zeit eigentlich nur mit diesem Raketenwerfer auf dem Rücken rum und dann halt die Typ 25. Ja, ich auch. Und so, und ich habe halt für die Typ 25 jetzt schon einiges freigeschaltet. Na. Und ja. So, was nehme ich denn jetzt? Achso, hier die FAL habe ich. Ja. Ah, nein! Sowas von versagt habe ich. Hat aber extrem viele Maps, nicht? Hallo? 14 Stück sind es insgesamt. 15? 14. 14, ja. Finde ich jetzt nicht wirklich wenig, also finde ich okay. Ja, eben nicht. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Aber die beiden Maps, oder die drei, die wir jetzt gespielt haben, die zwei, habe ich noch nie gespielt. Ja, zwei Stück sind da oben drin. Oh Mann, komm ich denn da hoch? Ah, bist doch hier in dem Gebiet ist das. Hier müssen wir halten. Beziehungsweise, nee, ist schon das nächste.
Nein. Oh. Die FAL ist ekelhaft, weil die hat nur Einzelschuss, weißt du? Da musst du dann bis Level, bis zur Waffenstufe 10 freischalten, spielen. Dann kriegst du die Feuerrate kannst du dann ändern. Ja, auf Vollautomatik. Ja. Ne, ich spiele jetzt hier mal ein bisschen mit der Waffe von Anfang an. Ich glaube, ich bleibe auch bei der Typ 95, aber ich habe jetzt gerade die hier. Ich werde aber gleich mal wechseln. Hier kommt aber keiner irgendwie. Da geht's zum nächsten. So, dann hat die MP7 hier mit Schalldämpfer. Ja. Die wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, aber was soll's. So, ich mach mal hier eine Drohne, damit wir sehen, hier von wo wir belagert werden. Ja, komm, knall noch weiter ab. Stehen solltest in dem Gebiet. Da kam einer von hinten. Ja, hier bist du. Ich habe mich gerade verlaufen hier wieder mal. Völlig am falschen Ort. Uhr am Fenster. Also eins muss ich sagen, bis jetzt konnte ich an den Maps aber nicht wirklich was aussetzen. Also die waren schon, oder beziehungsweise die sind okay. Also. Ja, sind gut, ja. Bis jetzt zumindest gut ausbalanciert. Das Spawn-System haben sie von MW3 nicht übernommen, zumindest momentan noch nicht. Dass die Spawn-Punkte vielleicht verschoben werden. Das haben sie nicht. Ja. Hat auch keine Spielfehler. Also ich habe jetzt noch keinen entdeckt irgendwie. Läuft alles gut. Mensch, da laufe ich da in die Richtung und dann werde ich von hinten erschossen. Also irgendwie stimmt das jetzt hier auch nicht gerade. Ah.
Mein Gott. Vier Kills habe ich. Ah, pass auf, von hinter dir könnte da was kommen. Oh, ja, danke. Aber bin trotzdem gestorben. Wie lange geht denn das hier? Ach, ach, da ist ein Timer für die Stellung. Jetzt dürfen die weg sein. Ja. Erschossen worden. So langsam glaube ich, dass sie das umgestellt haben. Oder es kommt, oder ist es halt in den Bus hier so, ich weiß es nicht. Nicht gesehen, aber da konnte man gerade sehen, für die Zuschauer, was das Ziel hierfür ist. Ich habe mich nur anvisiert und auf einmal ging mein Fadenkreuz dann irgendwie in eine Richtung spontan. Ja. Oh, und das war's. Wir haben gewonnen. Wie gesagt, Fazit ist, ich finde den Modus gar nicht mal so schlecht. Ich finde ihn recht cool. Ja, ist gut. Ja. Und ach, der hatte so einen Papierflieger. Ich sag da Papierflieger zu, aber ich glaube, das ist diese Hunter-Drohne, glaube ich, nennt die sich. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesen Eindrücken, sagen wir da mal, ja, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.